Ja, schönen guten Tag zusammen. Nach dem letzten Film aus Bottrop ging unsere Tour aufgrund der irgendwie zugewachsenen Wege schon in Richtung meines damaligen noch Zuhauses. Wir sind in Bochum, Bahnhof Bochum Nord, das ist die Güterstrecke. Wenn man so will, also die Züge von Bottrop Süd kommen hier auch häufiger lang. Und hier haben wir mal zum ersten Mal, darf ich euch eine Anrufschranke präsentieren. Bei Anrufschranke, wie die funktioniert, gehen wir gleich genauer drauf ein. Mein zweittreuster Abonnent ist natürlich auch immer noch dabei. Und ja, bei ihm ist es jetzt so halbwegs in der Nähe. Ich habe es hier von hier auch nicht weit nach Hause, Stand heute. Und dann nehmen wir hier diese relativ bekannte Fotokurve mit. Wie funktioniert die Anrufschranke? Ich denke mal, das kann hier mein Mitstreiter viel besser erklären als ich. Weil zum Zeitpunkt, wie ihr das seht, bin ich dieses Ding, was wir im ESTW Wedau hatten und haben, bin ich das Gott sei Dank los. Und entgegen des Rates aller Kollegen nehme ich die Schranke auch nicht mit. Wow, das kommt unerwartet. Ich bin gerade nur gefragt worden, ob ich Teil dieses Videos sein möchte. Er hat ja gesagt. Hätte nicht erwartet, dass das jetzt der Fall sein wird. Also, Anrufschranke, was bedeutet das? Anrufschranke heißt, entgegen einer normalen, eines normalen Bahnübergangs sind die Schranken hier in der Grundstellung unten. Quasi verstößt jetzt der Fahrensleiter schon dagegen in diesem Moment. Weil, jetzt haben wir eine Zugpause, er hat das Ding offen gelassen. Wahrscheinlich, damit er seine Ruhe hat. Was er teilweise aber auch darf, wir in Wedau dürfen es ja auch tatsächlich erlaubt. Um jetzt diesen Bahnübergang passieren zu können, gibt es Sprechsäulen. Die gelben Dinger da hinten, wenn der Kollege mal professionell einen Schwenk dahin machen aber möchte. Höchst professionell. Da, gelbe Säule vor Andreas Kreuz. Richtig. Da ist ein sogenannter Knebel dran, den man herunterdrücken kann. Dann wird eine Sprechverbindung mit dem Fahrdienstleiter im zuständigen Stellwerk aufgebaut. In diesem Fall das ESTW Bochum Nord. Richtig. Und sobald die Verkehrslage es zulässt, wird der Kollege, die Kollegin dann auch diesen Bahnübergang öffnen. Wichtig hierbei ist, wenn man drüben ist, sollte man auch Bescheid sagen, dass man drüben ist, weil es tatsächlich keine visuelle Verbindung zu diesem Bahnübergang gibt, sondern nicht, lediglich, ne? Eine akustische. Das hier heißt, auch nicht. Es ist aber kein Zwang. Ich kenne auch welche mit Video. Ja, ich kenne Bamberg. Bamberg. Jetzt kommst du wieder mit irgendwelchen Suffkäffern da in Bayern. Ja, der wird auch schon nicht mehr leben im Rahmen des viergleisigen Ausbaus da. Das hat er nicht überlebt. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. That is a possibility. Gut, wie gesagt, das heißt, hier in diesem Fall dann einmal, wenn man drüben ist, kurz Bescheid geben, damit der Kollege, die Kollegin weiß, dass frei ist und wieder zugemacht werden kann. Das Rad im Prinzip. Jo. Was viele Wegebenutzer nicht wissen, ich komme auch mal mit vors Bild, damit ja auch noch jemand schön sieht. Oh, da kriege ich jetzt. Darüber gleich sprechen wir nochmal. Oh, da kriege ich gleich Ärger. Kannst du mal hinter mir weggehen? Ich fühle mich bedroht. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Entgegen vieler Meinung der Wegebenutzer ist der Zeitpunkt des Öffnens, also da ist man manchmal unterschiedlicher Ansicht. Teilweise, also ich möchte da wirklich für einen freundlichen Umgang miteinander werben. Manchmal hat der Fahrdienstleiter auch anderes zu tun, als eine Anrufschranke zu bedienen. Das sehen manche Wegebenutzer nicht so immer. Und das kann dann mitunter zu recht unfreundlichen Unterhaltungen führen. Das wollen wir nicht. Das will auch, denke ich, von euch keiner. Und deswegen, wenn ich sofort an der... Das war sehr vorbildlich. Es passiert dann was. So, jetzt schließt das, hat er gesagt. Ich hoffe, das konnte man hören. Der Herr Fotowikinger bringt seinen Fotoapparat in Stellung. Und jetzt können wir euch das ja mal, ich nehme mal an, dass jetzt ein Zug kommen wird, das einfach mal vorführen, indem ich jetzt einfach diese Sprechsäule bediene. Thank you.
Braten, jawohl. Ich sagte warten, jawohl, machen wir. Ja, danke. Und jetzt die Stimme. Fing alles los. Der Zug da hinten ist es nicht, der bedient das örtliche Stahlwerk. Das gibt es ja noch als Anschließer in Bochum Nord. So, mit unserem Sprechwunsch haben wir uns jetzt quasi den nächsten Slot zur Schrankenöffnung reserviert. Jetzt kommt Zug und dann öffnet sich's vielleicht schon. So, bei Positionswechsel hat sich die Schranke dann wieder geschlossen. Gucken wir, ob noch was Vernünftiges kommt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr dieses Prinzip der Bei-Anruf-Schranke verstanden habt. Bei Nachfragen gerne was in die Kommentare schreiben, wir antworten. Und ich bedanke mich beim Kollegen Fotowikinger für die Mithilfe. Ja, Baby. Ah, ihr darfst auch noch Tschüss sagen. Wiedersehen. Viele Grüße aus meiner mittlerweile dann ehemaligen Heimat Bochum.
Wegen der Kreuzung gegenüber verzichte ich mal auf eine Aufnahme von der gegenüberliegenden Seite.